Jetzt frage ich mich noch, ob der Zauberstabschaden von Intelligenz abhängig ist oder von Stärke. Eigentlich ist es ja eine Waffe und es wäre von Stärke abhängig. Aber irgendwie denke ich, es ist doch irgendwie von Energy Shield abhängig. Vor allem bräuchte ich Energy Shield, also Energy Shield, Intelligenz. Ich denke schon, also. Und es hört dann eben nach der Damage, aber es hört, glaube ich, nur der Spell Damage. Weiß ich jetzt nicht. Aber wenn es nur das Spell Damage erhöht. Nein, es hört nur das Mana. Ah, dann ist klar. Dann ist klar. Also könnten wir auch Melee Physical Damage. Okay, also von diesen drei Sachen profitieren wir. Keinen Damage. Okay, gut zu wissen. Dann konzentrieren wir uns nur auf Intelligenz. Wenn wir hier auch nur diese Intelligenzquoten eigentlich also konzentrieren auf diese. Aber wir müssen natürlich hier auch Strength skillen. Aber wir gehen sowieso oben durch. Oder? Ja, wir gehen oben durch. Dann brauchen wir diese Stärke-Game gar nicht. Game-Slot. Ja. Okay, wir wollen ja Action. Also machen wir ein bisschen mehr Action. Also hier unten ist der Ausgang oder der Eingang. Dann gehen wir irgendwo hier anders hin. Wir müssen zum optimalen, optionalen Gebiet hier bei den Submerged Passagen. Also werden wir hier ein bisschen weiter. Ich hoffe, wir bekommen bald Power Symphen. Schon eine geile Attacke. Sie hat jetzt keinen Skin. Also sie ist jetzt nicht anders als unser normaler physischer Angriff. Aber eben, sie ist viel stärker als der physische Angriff. Braucht aber dafür auch Mana. Also, ja. Oh, was ist denn hier gestorben? Moment kurz. So. Ich brauche viel trinken. Weil durch den Sport natürlich auch sehr viel Wasser verbraucht wird. Durch das Schwitzen und so. Ja. So, hier haben wir das optionale Gebiet, die überflutenden Tiefen. Die ist sehr geradlinig und hat am Ende einen Boss, den müssen wir besiegen für eine Quest. Dafür bekommen wir eine sehr gute Belohnung. Wir bekommen ein Buch, das unsere Passiven um 1 erhöht. Also wir können einen Slot mehr auswählen. Wir haben einen Punkt mehr zur Verfügung. Und das ist für den Anfang schon recht gut. Dann mache ich eigentlich diese Quest zuerst. Anstatt diese zwei optionalen, mache ich diese optionale zuerst. Also, weil die einfach am meisten bringt. Die anderen bringen eigentlich fast gar nichts Gutes. Und sind auch schwer. Also diese ist eigentlich am leichtesten. Nur der Boss ist eigentlich am schwersten. Aber außer dass wir nicht so schnell laufen können, hat eigentlich nichts Böses an sich. Und wenn die außerhalb von seiner Aura sind, haben wir eigentlich auch keine Probleme. Bei der Angriffsgeschwindigkeit. Bei der Bewegungsgeschwindigkeit. Angriffsgeschwindigkeit wird nicht gesenkt. Lol. Diese Chest castet immer. Ah, das ist ein Schrein. Cool, die Schreine sind auch wieder dabei. Die gab es bei der Demolition. Also irgendwie solche, irgendeine Liga. Und die sind auch wieder dabei. So cool. Ah, die sind jetzt überall dabei, auch in der Standardliga. Cool. Genau, da habe ich das gelesen. Nett, nett. Also, wenn wir jetzt diesen Schrein besiegen, also die Monster bei diesem Schrein besiegen, haben wir für einige Zeit
immer diese Frostnova an sich. Wir machen jetzt zuerst den Schrein, dann können wir direkt dann die Monster killen mit diesem Oni. Ups, ja, das ist jetzt nicht so stark. Aber es ist hinterlich natürlich. Okay, wir haben diese sofort, cool. Wir gehen jetzt mit hinein und werden die Gegner so killen. So, ein Triple Club. Eine Tribalkeule, ich weiß jetzt nicht, was Tribal heißt. Aber vor allem eine Keule haben wir gefunden. Eine gelbe. Die ist rare, also selten. Hat natürlich dann auch seltenere Stats und besser, also mehr Stats als die Magic Items, die blauen Items. Mit der blauen Schrift. Wie lang geht das jetzt? Noch 12 Sekunden. Schade, das reicht nicht zum Boss. Aber trotzdem. War ein richtig cooler Buff. Also cooler Schreinbonus. Ist er dann auch irgendwie abhängig? Also wird der Schaden durch das Level oder so erhöht? Weiß ich jetzt nicht. Und hier ist der Boss. Die Bosse haben immer goldene Namen. Gibt, glaube ich, pro Gebiet ein oder zwei. Gibt sogar drei bei manchen. Und sind dann einfach die stärksten Monster. Fast die stärksten Monster. Haben vor allem viel Leben. Und diese extra Bonus, zum Beispiel erhöhte Kälteschaden von diesem Biest, erhöhte Rüstung, Enemies sind geslowed in der Nähe und sie und Resistenz zu Blitzschaden. So. Also Resistenz heißt einfach, sie machen die Blitzschaden von uns machen weniger Damage zu ihm. So, jetzt ist er tot. Und hier haben wir noch den letzten Gegner. Gut. Energy Shield, gut. Jo. Haben wir hier noch irgendwo Kisten? Ja, das bringt natürlich nichts. Wir müssen sie per Hand zerstören. Ah, das sind Fässer, die kann man nur öffnen. Dadurch. Andere Sachen kann man auch zerstören. Also, Fässer sind wie Kisten, die kann man auch nur aufmachen. So. Ah nein, Fässer kann man auch zerstören, genau. Fässer können wir auch zerstören. So, die Bear Trap hat Ding. Ah, die haben wir noch gar noch nie benutzt. Mit der Kuh habe ich jetzt mal gemacht. Man kann sie auch zu der Weh machen. Kann man die hinlegen. Da macht, wie bei den Bären, fallen dieser Ding zu, oder? Und dadurch sind die gefangen für ein paar Sekunden. Und sie erhalten sehr viel Physical Damage. So, jetzt haben wir die Quest auch gelöst. Wir können zurück die Belohnung annehmen. So. Ja, der da hinten hat wieder die Quest. Ja. Book of Skill. Rechtsklick, jetzt könnt ihr hier unten schauen. Rechtsklick. Wir haben einen zusätzlichen passiven Punkt, wie bei einem Level-Up. Also, sehr gut. Nein, ich will kein PvP machen momentan. Ich bin mit in der Aufnahme. So, wo gehen wir jetzt hin? Wir haben ja gesagt, wir machen hier zuerst das. Bis zu dem, ja. Also gehen wir hier durch, dahin und dann dahin. Und werden das noch skillen. So, jetzt haben wir durch dieses passiven Teil durch diesen passiven Knoten plus 20 erhöhte also zu, plus 20 zum Maximum Leben und plus 20 zum Maximum Mana. Wenn wir jetzt plus 20 zum Maximum Leben haben, haben wir jetzt auch und das noch erhöhen, erhöht eigentlich unser Leben nicht um 20, sondern sie werden durch dieses 12% noch erhöht. Also heißt es jetzt nicht unbedingt, seid uns nur um 20, sondern wenn wir jetzt zum Beispiel schon einen hätten mit Increased Life in Prozent,
dann würde das plus 20 zum Beispiel plus 24 geben. Je nachdem, wie viel erhöhtes Leben in Prozent wir schon haben. Das sei schon von Anfang an gut, aber durch diese erhöhtes Leben haben wir dann noch mehr. Genauso wie beim Mana, wenn wir erhöhtes Mana haben, wie zum Beispiel hier. Ja, toll. Also, jetzt haben wir 151, sondern 123 Leben mehr. Jo. So, das war's mit der ersten Aufnahmesession. Ich würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung abgebt und wenn ihr ein bisschen etwas schreiben könnt über dieses Let's Play, wie es euch gefällt, was ihr sehen wollt und was ihr euch wünscht. So. Ihr dürft mich gerne auch abonnieren, dadurch seht ihr, was, wenn ich Videos hochlade und ja, könnt es dann verfolgen. Für mich sind Abos jetzt nicht so wichtig, also ihr könnt mir zwar schon ein bisschen helfen, indem ihr mich abonniert, aber ihr müsst natürlich mich nicht helfen und ich profitiere auch nicht so viel von Abos, also ja, ich bin jetzt nicht der, der Abos braucht, aber wenn ihr mich gerne abonnieren wollt, dann dürft ihr mir gerne ein Abo schenken, natürlich. Also Dankeschön und bis zum nächsten Mal und ja, viel Spaß noch mit den anderen Videos. Dankeschön und tschüss.